Die rechte Hand wurde für kräftige, schwierige oder harte Tätigkeiten verwendet. Die linke Hand wurde für sanfte, milde Tätigkeiten verwendet. Es ist ein yogisches Prinzip, dass man die linke Hand nicht für harte Tätigkeiten benutzt. Denn die linke hat die Verantwortung für die Herzfunktion, was keine Kleinigkeit ist. Sadhguru, mir ist aufgefallen, dass es in Indien eine Art Vorurteil gegen die linke Hand gibt. Es scheint, dass sie in gewisser Weise als minderwertig angesehen wird und der Gebrauch unterdrückt wird. Ich würde gerne wissen, was die Ursache dafür ist. Und ich weiß auch, dass die linke Hand mit der rechten Gehirnhälfte verbunden ist, die für ganzheitliches Denken und Intuition und diese Art von Aktivität verantwortlich ist. Was wäre der Zusammenhang zwischen dem Unterdrücken der linken Hand und dem Funktionieren der rechten Gehirnhälfte? Es geht nicht darum, die linke Hand zu unterdrücken. Verschiedene Hände haben verschiedene Verwendungen. Alle Inder ziehen den Kopf ein. Sie wollen nicht, dass ich darüber spreche. Und es gab früher keine sehr starken Desinfektionsmittel. Also wurde die linke Hand auf eine bestimmte Weise benutzt. Nicht nur das. Die rechte Hand wurde für kräftige, schwierige oder harte Tätigkeiten verwendet. Die linke Hand wurde für sanfte, milde Tätigkeiten verwendet. Dies ist keine kulturelle Sache. Nun, es ist im Laufe der Zeit zu einer kulturellen Sache geworden. Aber es ist ein yogisches Prinzip, dass du deine linke Hand nicht benutzt, um schwere Dinge zu tun. Warum das so ist, ist, dein Herz, ist es auf der linken oder auf der rechten Seite? Links, du bist links. Es gibt einige wenige, bei denen es auf der rechten Seite ist. Du bist nicht einer von ihnen. Weil die Herzfunktion auf der linken Seite ist, wenn du ein Linkshänder bist, wenn du deine linke Hand für alle schwierigeren, körperlichen, schwierigen Tätigkeiten benutzt, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Linkshänder im Durchschnitt 7 Jahre weniger leben als Rechtshänder, weil die Linke die Verantwortung für die Herzfunktion hat, was keine Kleinigkeit ist. Also die Linke sollte nicht in rigoroser Tätigkeit sein. Du musst die beiden in Bezug auf Kraft und Gleichgewicht ausbalancieren. Aber im allgemeinen Gebrauch ist es am besten, die rechte Hand für alles zu benutzen, was eine gewisse körperliche Schwierigkeit oder Belastung mit sich bringt. Die linke benutzt man in milderer Form. Bei den meisten Handlungen, die Gleichgewicht erfordern, sind sie in dieser Kultur gezwungen, 2 Hände zu benutzen. Wenn du etwas empfangen sollst, streckt niemand in Indien seine Hand so aus. Es ist immer so. Du musst beide Hände benutzen. Wenn du etwas anbieten willst, gibst du es nicht so. Du gibst es mit beiden Händen. Also für alles, was Gleichgewicht braucht, benutzt man beide Hände. Für alles, was eine körperlich schwierige Tätigkeit erfordert, benutzt man die rechte. Für bestimmte andere Tätigkeiten benutzt man die linke. Das ist ein Verständnis, das durch die Beobachtung des Körpers in einer bestimmten Weise entstanden ist. Wenn du deine linke Hand benutzt, wird deine linke oder rechte Gehirnhälfte nicht aktiv. So funktioniert das nicht. Sonst müssen alle Linkshänder eine Explosion im Gehirn haben. Boom, in their brain.
Das muss nicht unbedingt so passieren. Energetisch gesehen, wenn du auf der linken Seite aktiv bist, ist es möglich, dass die intuitive Dimension deines Gehirns aktiv wird. Nicht, dass es möglich ist, wir wissen es. Wir haben eine ganze Menge Sadhana für die linke Seite. Wenn du im Devi-Tempel warst, alles ist auf der linken Seite. Denn in deinem Inneren, das ist Ida, das ist Pingala, das ist maskulin, das ist feminin. Das Feminine muss auf eine bestimmte Art und Weise gehandhabt werden und das Maskuline ganz anders. Weil die essentielle Qualität dessen, was maskulin und feminin ist, grundlegend verschieden ist. Es geht nicht darum, dass es ein... Es ist sehr rudimentär für Menschen zu denken, was überlegen ist. Es ist ein rudimentärer Verstand, der denkt, was überlegen ist. Es ist keine Frage der Überlegenheit. Es ist ein Unterschied. Wenn du den Unterschied nicht erkennst, wirst du nicht sensibel für das Leben werden. Wenn du versuchst, alles gleichzusetzen, wird jede Sensibilität für das Leben verschwinden. Du musst den Unterschied erkennen. Aber ein Unterschied muss sich nicht als diskriminierender Prozess darstellen. Unterschiede sind Unterschiede. Sie sind nicht von Natur aus diskriminierend. Im Moment sind Männer in diesem Pool nicht erlaubt. Ist es diskriminierend? Es ist nur ein Unterschied. Rechts und links werden also unterschiedlich verwendet. Es geht nicht darum, dass das eine dem anderen überlegen ist. Sie sind unterschiedlich und sie müssen unterschiedlich eingesetzt werden.